den Flusskriechern, ja, das dachte ich mir. Kombiniert können unsere Methoden sich verstärken. Einzeln sind sie offenbar nicht so wirksam. Wir hören uns mal den Audiografen an, während die da unten rumdiskutieren. Tja, es war zu schön, um wahr zu sein. Die Verschwörer wollten den alten Piero für ihre Zwecke einsetzen und ihn dann verschwinden lassen. Aber sie haben einen Fehler gemacht und mir einen Verbündeten gebracht, der fast so schlau ist wie ich. Meister Sokolov und ich werden uns hier drinnen verschanzen, bis wir die Schergen aus dem Weg sprengen und zur Akademie. Jo. So sieht der Plan aus. Und ich werde hoffentlich einen Beitrag leisten dürfen. Hallo, Jungs. Corvo, gut zu sehen, dass Sie noch leben. Die Stadt wäre nicht dieselbe, wenn Sie nicht mehr bei uns wären. Ich habe soeben Pieros Arbeit an einem Blitzpfeiler beendet. Gerade eben. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden. Oder zu einem Häufchen Asche. Ich habe ihn so justiert, dass wir vor der Wirkung sicher sind. Der Blitzpfeiler wird nur in der Gegenwart unserer Feinde aktiv. Dieser Blitzpfeiler ist wirksamer als sein Vorgänger. Er besitzt eine größere Reichweite und eliminiert unsere Gegner, während er uns ignoriert. Ich brauche nur noch eine letzte Sequenz aus dem Bauplan des Geräts. Havelock hat ihn studiert, bevor das Gemetzel losgeht. Bringen Sie den Bauplan zurück. Er war in seinem Schlafzimmer, bevor er verschwand. Hoffentlich ist er immer noch dort. Sie mögen ein geschickter Kämpfer sein. Doch leider sind Sokolov und ich nicht mit diesem Talent gesegnet. Ohne den Blitzpfeiler ist unser Tod nur eine Frage der Zeit. Wir können das Gerät okay. in Gang setzen. Oder Sie können alle unsere Gegner nacheinander ausschalten. Das ist allein Ihre Entscheidung. Naja, alle zeitgleich ausnocken ist schön. Aber ein schwebender Schraubendreher. Nee, ich brauche was von ihm. Obwohl, er kann ja die Baupläne haben, dann sind wir schnell fertig damit. Erstaunlich. Wo hatten wir die denn aufgehoben? Habe ich gar nicht gemerkt. Der Blitzpfeiler ist vollendet. Nun sollten wir ihn aktivieren. Mit diesem Gerät senden wir ein starkes elektrisches Signal durch das Nervensystem unserer Gegner, die daraufhin bewusstlos werden oder zu einem Häufchen Asche. Was sagen Sie dazu? Immer diese Entscheidungen. Ja, und da haben wir wieder die Entscheidung, üben wir Rache einfach, weil wegen ist so, oder entscheiden wir uns für das höhere Gut und sagen, setzt alle in Schlaf. Weil es sind auch nur ganz normale Menschen. Ja, die Befehle befolgen. Also, wir lassen sie alle einschlafen. Wie Sie wünschen, Corvo. Wir werden über alle Berge sein, bevor sie wieder zu sich kommen. Und so soll es ja sein. Deswegen wollte ich auch erst in die Werkstatt. Alles ist fertig, Corvo. Nur der Walöltank zur Energieversorgung fehlt noch. Möchten Sie sich die Ehre geben? Wenn dieser Blitzpfeiler aufgeladen ist, wird niemand sich in unsere Nähe wagen. Kann ich trotzdem ein bisschen noch was kaufen? Ja. Ich konstruiere, was Sie brauchen, solange ich die notwendigen Materialien habe. Verbesserte Rüstung. Schick. So, Rüstung auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir können eigentlich alle Upgrades kaufen. Weil ich glaube, so viel steht uns, glaube ich, nicht mehr bevor, wenn ich mich recht entsinne. Kann auch sein, dass ich mich irre. Wir werden es sehen. So, Haftgranate. Ja, brauchen wir alles nicht. Deswegen, ich werde nichts kaufen. Aber es wird schon gehen. Pfeile haben wir genug. Explosivmunition brauchen wir jetzt auch. Obwohl, ja komm, wir haben doch gerade Kohle. Kann ich eigentlich auch jetzt mit Sokolov irgendwie einen Laden machen oder so? Muss ich mal gucken. Kabelwerkzeuge, ja, finden wir wahrscheinlich eh genug. Was sagt er? Ne, können wir nicht machen. Okay.
Dann brauchen wir nur noch einen Walöltank dran anschließen und dann geht die ab, die Luzi. Lasset die Party beginnen. Warte mal. Oh oh. Oh oh. Großartig. Einfach großartig. Seine Funktion übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Wirklich unbeschreiblich. Ein Gerät wie dieses wird Dunwalls Sicherheit ein Jahrhundert lang garantieren. Schön, dass ihr Spaß habt. Und ich mich gerade voll aufs Maul gelegt habe für euch. Nun, Corvo, ich hoffe, dass wir wieder Kollegen sind. Sie waren verurteilt, ich wurde entführt. Da machen wir uns nichts draus, oder? Was den guten Admiral betrifft, Männer wie Havelock beginnen mit guten Vorsätzen. Das gilt auch für Martin und vielleicht auch für Pendleton. Doch ich vermute, er war einfach nur faul. Doch niemand ist gegen den verführerischen Lockruf allumfassender Macht und ihren Einfluss gefeit. Da mag er recht haben. Wer Leute für sein Eigeninteresse zum Töten aussendet, für den sind alle anderen Dinge nur Details. Ich widme mich wieder meiner Arbeit, sie sich der ihren. Attentaten. Ich hoffe, es geht gut. Dieser Piero hier, ein komischer Kauz. Aber wunderlich ist auch mein Geist. Wenn es ein Heilmittel für die Seuche gibt, werden wir es entdecken. Der Kaiserin hätte das gefallen. Sie war merkwürdig, merkwürdiger, als sie es sich jemals vorstellen können. Doch das ist Vergangenheit. Und diese neue Kaiserin ist nicht minder merkwürdig. Leben Sie in Frieden, Corvo, und mit all den Freuden, die Sie dieser Welt entreißen können. Interessante Aussage, aber danke. Piero wird uns wahrscheinlich nur einen Shop öffnen, denke ich mal. Wir besprachen einst ein System von Notsignalen, die von Emilys Turm aus die andere Flussseite erreichen sollten. Ob er sich noch daran erinnert? Ja, war klar. Leben Sie wohl, Corvo. Ich entschuldige mich dafür, was Ihnen angetan wurde. Alle Trümpfe in der Hand zu haben und nur einen Schritt vom Thron entfernt zu sein, hat die anderen korrumpiert. Das ist etwas, das ich nicht verstehen kann. Sie sollten Havelock nicht unterschätzen, Corvo. Er wird auf Sie warten. Okay, danke für den Tipp. Ja, jetzt gucken wir mal, weil hier ist eine Notiz von Emily offensichtlich. Ach, die haben ein Bett auf den Kopf gestellt. Ein Brief von Emily. Corvo, erinnerst du dich daran, wie ich dir von einem besonderen Bild erzählt habe, das ich für dich gemalt habe? Das hier ist es. Ich weiß nicht, wohin du gegangen bist, aber ich hoffe, dass du es dir ansiehst, wenn du zurückkommst und dass es dir gefällt. Ich würde es gerne mit zum Dunwall Tower nehmen. Heute Abend sind alle irgendwie komisch. Samuel hat Callista etwas über einen Signalwerfer erzählt, die sie benutzen soll, um ihn zu rufen. Er sagte ihr, die Tür zu meinem alten Turm abzuschließen. Ich habe gehört, wie der Admiral den anderen gesagt hat, dass wir heute Abend zu einem Leuchtturm auf Kingsborough Island reisen werden. Ich hoffe, dass du vorher wieder zurück bist, Emily. Wow. Habe ich gar nicht gesehen beim Reinkommen. Warte mal, muss man ja mal richtig würdigen hier. Da hat sie sich aber Mühe gemacht, die Kleine. Jedes Detail auf einem einzelnen kleinen Bild. Oh, wie süß. Hupsala. Ach ja, die kleine Emily. Sogar mit Licht. Naja gut, das waren wahrscheinlich eher die Wachen, aber egal. Haben wir hier noch irgendwas? Was ist das für ein Geräusch? Clear. Haben wir hier noch was? Havelock. Blablabla. Aber ich weiß echt nicht, also habt ihr mitbekommen, wo wir die Pläne eingesackt haben? Weil wir sind durchs Haus geschlichen, klar, aber die Pläne hätte ich jetzt so nicht gesehen. Allgemeine Informationen.
Ich lese mal eben vor. Seien Sie auf der Hut vor den Mitgliedern der Verschwörung. Einige sind noch immer auf freiem Fuß. Wenn sie entdeckt werden, müssen sie sofort getötet werden. Bringen Sie Ihre Körper in den Zwinger, aber rühren Sie sie nicht an. Piero Jolpin, vermisst. Verhören, dann exekutieren. Anton Sokolov, vermisst. Verhören, dann exekutieren. Lydia, tot aufgefunden. Wallace, tot aufgefunden. Corvo Attano, für tot gehalten, vermutlich vermisst. Bei sich Kontakt töten. Samuel Beechworth, vermisst, bei sich Kontakt töten. Die Frau im Turm ist Callista Körner und ein Opfer der Umstände. Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort. Lassen Sie sie in Ruhe, aber erlauben Sie ihr nicht, das Gelände zu verlassen. Sie steht unter meinem Schutz. Lord Regent Pavlok. Dieser dreckige Mistkerl, ey. Ah, oh, ich krieg... Ah! Ich krieg einen Kotzreiz, ey. Wie kann man so scheiße sein, einfach? Was haben wir hier? Havelocks Anordnung für die Wache. Hauptmann Manning, wir haben die Verschwörer zum Haunted Pass zurückverfolgen können. Durchsuchen Sie das Gebäude nach den Naturphilosophen Piero und Anton Sokolov. Tun Sie alles Notwendige, um die Aufzeichnung zum verbesserten Blitzpfeiler sicherzustellen, an denen die beiden gearbeitet haben. Unterziehen Sie die beiden einem gründlichen Verhör und wenn sie alles gesagt haben, das, was sie über die Pfeiler wissen, töten sie sie. Bringen sie sie mit dem Blitzpfeiler zusammen mit allen Aufzeichnungen und Plänen. Die beiden mögen zwar die begnadetsten Geister unserer Zeit sein, aber sie sind gleichzeitig auch Verräter, die mit Corvo daran gearbeitet haben, das Kaiserreich in den Abgrund zu stürzen. Drecksack, Alter. Solange wir nicht sicher sind, dass Corvo und seine Verschwörer unschädlich gemacht worden sind, behalte ich Kaiserin Emily Coldwyn bei mir im Leuchtturm auf Kingsborough Island. Lord Regent Havelock. Dieser dreckige Mistkerl. Ja gut, aber die anderen mögen recht haben. Die Macht hat ihn wahrscheinlich korruptiert. Was haben wir da? Das sieht noch nach Geld aus da oben. Hier ist, glaube ich, nichts. Auch voll lustig, dadurch, dass sie alle rumgelaufen sind und so, aber jetzt liegen nur ein paar hier in der Gegend und schnarchen. Ist irgendwie ein bisschen paradox, aber gut. Aber da, das ist so ein Bogen. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts mehr. Ja, dann würde ich nochmal in den Zwinger gehen. Was denn das denn? Wallace suchen. Notiz für Wallace. Mein lieber Wallace, wir sind zu einem sicheren Ort und geschützten Ort unterwegs, von wo aus wir die Machtübernahme koordinieren können. Mein Audiograf und die besten Weine vor Sonnenuntergang sollen an Bord des Schiffes gebraucht werden. Heute Abend werden die Bediensteten für ihre Treue und ihre Arbeit belohnt werden. Boah, wie gemein. Wie arschig war das denn? Er hat ihm... Boah, ich krieg's kotzen gerade. Ja. Lydia, nichts gefunden. Was ist mit der Audiomaschine von Samuel? Mir gefällt das hier überhaupt nicht. Die Gruppe da drinnen ist furchtbar schnell gestorben. Und jetzt rufen sie alle Leute zusammen. Haben gesagt, ich müsse noch ein Paket befördern. Aber ich werde lieber eine Weile am Flussufer bleiben und mir das alles aus sicherer Entfernung ansehen. Ja, hat er auch gut daran getan, ne? So. Ach, hier ist zu. Ja. Ich wollte gerade sagen, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar Gegner, aber sonst ist hier nichts. Ja, Wallace hat nur die Notiz von Pendleton. Hat ihn schön noch alle schleppen lassen, bevor er ihn umgebracht hat, ey. Ah. Reg ich mich auf? Nein, ich reg mich doch nicht auf. So. Die feiern sich da oben gerade ab. Kommen wir da hoch? Nein. Wir können schon hochspringen, aber so hoch ist noch Kunst. So, sagt Callista uns noch was? Jetzt, wo sie die Stadtwache ausgeschaltet haben, kann ich fliehen. Aber ich kann Emily nicht so helfen, wie sie es vermögen. Ich habe vorhin Samuel auf dem Fluss gesehen. Er kann sie sicher an ihr Ziel bringen. Die wohl letzte Fahrt. Oh, hör auf, das zu sagen. Das ist schlimm. Aber ja, sie hat leider recht. Das, was jetzt folgt, ist, glaube ich... Ich meine, wenn ich mich nicht vertue, die letzte Fahrt in, also zu den Verrätern. Und das Fiese daran ist, dass es wirklich ein heftiges Ende wird. Ihr werdet sehen, was ich meine. Und leider muss ich gleich die Aufnahme beenden. Das quietscht mir gerade in der Seele, weil die letzte Szene würde ich echt gerne durchmachen, aber dafür brauche ich nochmal Ruhe und nochmal Zeit. Deswegen, wir rufen jetzt Samuel. Ich kann nicht
mit. Ich bleibe hier. Gehen Sie. Okay. Triff Samuel am Strand. Sagen uns die beiden Professoren hier noch was? Nein, die sind so mit ihrer Erfindung beschäftigt. Kommt er denn? Ach, er kommt da hinten. Ja, deswegen auch die andere Tür, ne? Samuel, alter Junge. Ich dachte mir, dass Sie hier sind. Wer gegen Sie wettet, kann nicht gewinnen, oder? Habe das Signal gesehen. Wusste, dass Sie zurückkehren würden, Corvo. Wir müssen hier verschwinden. Der Admiral kontrolliert jetzt das Militär. Martin ist der Oberaufseher und Pendleton der Günstling der Edelleute und des Parlaments. Sie brauchen Emily. Aber sollte Havelock sehen, dass um ihn herum alles zusammenbricht, wer weiß, wozu er dann fähig ist. Oh ja, gute Frage. Warten Sie, ich komme soweit. Wir kamen nach Kingsborough. Ja. Wie gesagt, ich beende hier die Aufnahme. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmefolge wieder. Oder in der nächsten Aufnahmesession. Aber ja, wir fahren nach Kingsborough Island. Gut. Eine letzte Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm des Lordregenten. Soll wirklich sehenswert sein. Ja, und das war das Level die Kaisertro... Was? Wir haben es echt geschafft? Wow. Ja, ich meine, klar, wir haben alle in Schlaf versetzt, aber... Wow. Hätte ich nicht gedacht. Wir haben keinen Gegner eliminiert, keinen Zivilist getötet, keinen Alarm ausgelöst, keine Leichen oder Bewusstlosen, Chaosfaktor war niedrig, niemanden getötet und wir sind ein Geist. Geil. Emilys Bild gefunden, süß. Eine Rune. Ja, gutes Gold, mein Gott. Naja, okay, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession und euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder gute Nacht, wann auch immer ihr das gucken mögt. Bis dann.